Hallo und herzlich willkommen vom Cerro Salvatico. Das ist der Berg oberhalb von Copacabana. Das ist die Copacabana von Bolivien am Titicacasee. 5000 Einwohner, sehr touristisch, aber sehr schön. Schöner als Puno. Meiner Meinung nach viel schöner als Puno. Nicht so viel Krach, nicht so viel Motorenlärm. Puno ist eine Stadt mit 25.000 Einwohnern, hier 5000. Total überschaubar. Wir waren heute schon mit dem Schiff auf der Isla de la Sol, war auch sehr schön. Blöderweise kann man nicht die ganze Insel betreten, weil der Norden und der Süden sich gerade irgendwie bekämpfen. Die haben irgendwie liegen im Clinch und da ist halt verboten, in den Norden zu gehen. Warum, wieso, weshalb und was genau steht irgendwie. Hat ein Kenner gesagt, erst auf dem Boot haben wir es erfahren, dass man halt nicht in den Norden darf. Soll auch sehr schön sein. Wir haben eine deutsche Familie getroffen, die wohnen seit 10 Jahren in La Paz. Die sind jetzt hier unten in so einem übelst geilen Haus. Da kommt das Mädchen. Ein übelst geilen Haus, so. Das hat der Deutscher gebaut. Sieht aus wie Schneckenhaus. Die anderen, also so ein Bungalow-Hotel. Ja, und hier will ich mal kurz was filmen. Ich muss mal hier hochklettern zum Filmen. So, da ist der Lago Titicaca. Da hinten irgendwo, da ist Puno, die Halbinsel. Das ist Bolivien, das Stück. Diese Halbinsel. Und dahinter, was wir sehen, die Bucht. Das ist auf jeden Fall schon Peru. Sieht sehr schön aus. Problem ist natürlich hier. Ja. Seht ihr es da? Viele Besucher, Urlauber, die lassen einfach ihren ganzen Mist hier liegen. Plastifolien, Müll. Und das ist ein übelst steiler Aufstieg. Das ist schon total außer Puste. Ich meine, wir sind weit über 4000 Meter jetzt schon hier. Wie genau, wissen wir noch nicht. Ja. Also es ist schön, ich kann das nur empfehlen, mal hier herzukommen. Man muss nicht unbedingt Betetouren an einem Tag machen, man kann das auch teilen. Aber wir wollen ja morgen nach La Paz und da haben wir gedacht, wir machen das heute. Ja, ich kann nur sagen, wir sind gleich oben. Gibt dann zum Glück runterwärts einen einfacheren Weg, den Pilgerweg mit ganz vielen Kreuzen. Wir wollten auch mal den kurzen Weg gehen. Ja. Da sieht man da ein bisschen, da wo das Hotel, da, gleich neben dem Mädchen, wo es steht. Da links daneben sieht man das Hotel, das ist ein ganz neckisches Ding. Hat wohl auch ein Deutscher gebaut. Das Mädchen ist hier geboren in Bolivien. Heißt genauso wie meine Tochter. Ganz lustig. Mit einem Amaya. Gleich geschrieben. Genauso alt. Und die ist in Sucre geboren, also in Bolivien. Ja, und ist gar nicht einfach hier filmen und hochkraxeln. Ist auch nicht ganz ungefährlich, denke ich mal. Ich weiß ja. Ja, aufhören, ich muss auch hier hoch. Bin doch total außer Puste. Zweimal die Tour. Ich wollte es eigentlich nochmal zeigen. Jetzt bin ich im Schatten, habe ich die Sonne nicht mehr. Da riesengroß, das ist halt das Meer der Bolivianer und das ist, ja, das ist die Copacabana der Bolivianer. Der Ort heißt doch so. Also es ist schon auch mit der Copacabana von Rio de Janeiro vergleichbar. Nur dass man hier, dass das Wasseroberfläche auf 3800 Meter liegt und das ist hier tagsüber ganz sehr warm werden. Wir haben jetzt schon Herbst. In ein paar Wochen ist ja Winteranfang hier, Sommeranfang in Deutschland. Ja, ich kann einfach nur sagen, absolut geil, kann man hierher kommen. Flug ist zwar nicht der billigste, aber dafür sind die Unterkünfte sind günstig. Wir haben hier gesehen, ein Hotel, also ein richtig tolles Hotel, haben sie uns gestern gesagt. Hotel Mirador, 5 Dollar die Nacht inklusive Warmwasser, Frühstück und was hatten sie noch? Wi-Fi, also Wi-Fi gibt es in jedem Restaurant, Wi-Fi kostenlos. In jedem Hotel, in jedem Hostel. Wir haben mit über Airbnb gebucht. Ist auch ein sehr schönes, ich habe den Namen vergessen. Ist ein bisschen traurige Geschichte. Das war 4 Jahre leer, weil da der Bruder oder der Sohn der Besitzerin gestorben ist hier. Der war bei der Navy, also bei der bolivianischen Navy hier auf dem See. Und der ist irgendwie bei einem Tauchunglück ums Leben gekommen. Da war sie halt sehr geknickt und hat sie das Hotel irgendwie nicht mehr betreiben können in der Zeit. Ja. Soweit von mir. Ich will jetzt noch hier hoch. Und dann irgendwann, wir haben keine Vorräte mehr, wenn wir weiter unten sind, hoffe ich, dass ich auch ein paar Mangos kriege. Also ich verabschiede euch mit diesem geilen Rundblick nochmal über den Lago Titicaca und Copacabana.